Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. In der Wüste von Tatooine. Und da sehen wir schon ein paar Sandleute. Und den werden wir... Wir werden uns den jetzt nähern. Ich dachte, wir könnten vielleicht mit denen reden, aber anscheinend nicht. Na gut. Dann gehen wir hier hin. Bleibt mal schön da stehen. Weil die sind ja direkt als Feind markiert. Das heißt, reden wird wohl nicht möglich sein. So, sie kommen. Ich muss sie erstmal versuchen, ein bisschen außer Gefecht zu setzen, damit das alle Tier wunderschön funktioniert. Na, und dann machen wir das bei ihm auch noch und dann taggen wir den. Und wenn er hier gemacht hat, was er machen soll, ich glaube, der macht das überhaupt nicht, der Sack. Guck mal, du sollst ihn auch noch außer Gefecht nehmen. So, what the fuck, was ist mit ihm los? Stranger shit, ey. So, würden wir nämlich ihn erstmal angreifen. Weil wir müssen jetzt... Ja, mach. Down. Jetzt mach. Wir müssen versuchen, die alle irgendwie auszuschalten. Das tat weh! Oh. Hallo? Okay, der ist auch tot. Hat sie nicht, brauchst du auch nicht, ehrlich gesagt. Läuft ganz gut. Da sind ja noch... Warum sind ja noch so viele? Naja, egal. So, dann machen wir mal das. Wir wechseln auf mich und wir machen das hier und dann attacken wir. Ja, warum kommen denn da so viele raus? Es sind unendlich viele. Hier, nimm das. Hilfe, unendlich viele. So, warte mal. Jetzt lass mich mal hier. So, warte mal. Alter, was geht denn hier wieder ab? Ich glaube, das kannst du vergessen. Ich glaube, da passiert gar nichts. Wir werden erstmal hier Heilung machen und dann müsst ihr mal bitte den und... Den dann nicht, okay, dann lass ihn bitte. Das was kann ich okay. tun? So, attackieren bitte, töten Sie. Herr Starwalker, was ist denn da los? Ja genau, ich will jetzt in dieser Situation... Du hast vollkommen recht. Genau, du hast recht, ich möchte jetzt diese Minen schärfen. Das ist eine super Idee von dir. Ja, hat nicht geklappt, verdammt. Okay, ich glaube, das war's. Ich speichere mal eben. Das waren aber viele Gegner. Oh, guck mal, ein Stab. Kleidung der Sandleute. Ah, die Kleidung der Sandleute. Um uns hineinzuschleichen. Für wahr? Für wahr? Für wahr? Genau, das wurde ja auch gesagt. Wir sollen uns vielleicht reinschleichen. Können wir natürlich gerne probieren. Wir werden aber erstmal schauen, dass wir alles mitnehmen, was die haben. Wir können dann die Stäbe meinetwegen verkaufen an die Jerker Corporation. Leichte Druidenpanzerung. Oh, das ist auch nicht schlecht. Alter, wie viele Leichen hier rumliegen, das ist ja unglaublich. Aber die wollten es nicht anders. Die wollten es so. Wobei ich jetzt zugeben muss, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt... Also hier wird ja wahrscheinlich die Enklave von denen sein. Aha, draußen wird geballert. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Ist anscheinend Silvester. Mich nur noch von... Da habe ich noch nichts von mitbekommen, meine Güte. So... Was sind denn noch Futter? War das Bantam? Irgendwas, keine Ahnung. Irgendein Futter war das wahrscheinlich. Wir haben einige Stäbe. So, die Frage ist jetzt... Die Leiche da... Ich habe alles ausgenommen. Ich gehe, glaube ich, trotzdem da hinten erst durch. Ja, wobei, ich find, ach, ist egal. Die werden schon noch tot sein. Weil ansonsten müsst ihr nochmal besiegen. Ich würde nämlich gerne wissen, was da hinten auf mich wartet. Ein paar Sachen gibt es hier ja noch. Die ich nicht kenne. So, Moment. Nee, doch, hier ist richtig. Mensch. So, wo geht's hier hin? Zum östlichen Dünenmeer. Dann gehen wir mal zum östlichen Dünenmeer. Das östliche Dünenmeer setzt sich am öden Horizont fort. Aber es scheint, als wären hier Menschen vorbeigekommen. Bin ich da? Nein. Die Steine hier und dort markieren einen Weg, aber die Logik hinterher schließt sich nur wenigen. Ja, und? Darf ich da... Okay, ich darf da anscheinend nicht hin.
dann halt nicht. Ja, ist ja gut jetzt da draußen. Was ist denn los, ey? Diese ganzen Leute immer mit Silvester und so, das ist unglaublich. So, wir werden nicht. Alter, wollen die mich verarschen? Was geht denn da ab? Ernsthaft? Ey, so eine Lappen manchmal, ne? Ich könnte, by the way, auch ihr einfach mal anständige Sachen anziehen. Wie zum Beispiel das. So, wir werden jetzt allen erstmal das da anziehen. Immerhin wollen wir uns versuchen, irgendwie reinzuschleichen, ne? Und da kann das eventuell schon nützlich sein. Ah ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, sie möchte das nicht tragen, aber sie muss. Vielleicht sollte ich ihr das auch einfach mal anziehen. So, jetzt sind wir nämlich alle so angezogen. Ist das nicht wunderschön? Hier bin ich. So. So. Ja? Folgt mir. So, jetzt sind wir wie Sandleute angezogen. Das ist schon mal gut. Dann können wir uns da ein bisschen reinschleichen. Gut, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr zu tun. Ja, da ist eine Mine. Mein Gott, dann werde ich die halt entschärfen. Ich hoffe, wir können uns so da reinschleichen. Ja. Sehr super gemacht. Einfach hingehen. Mine ist entschärft. So, mal gucken. Zum Territorium. Du musst deine Kameraden. So. Auf geht's. So, hier sind wir also im Territorium der Sandleute. Weit und breit Sand. Nichts anderes. Da hinten sehen wir eine Pyramide. Sehr hübsch. Wir werden aber mal hier alles ein bisschen durchsuchen. Man kann ja nie wissen, ob hier irgendwas ist. Ich muss auch öfter speichern. Man weiß ja nie. Eigentlich dürften wir nicht angegriffen werden, weil wir sehen ja jetzt aus wie Sandleute. Also dürften die ja nichts jetzt erstmal gegen uns haben. Ich weiß aber natürlich nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier müsste es ja irgendwo auch mal irgendwann Ruinen geben, wo ich hinein kann. Immerhin haben wir das Holocron von Bastilas Vater noch nicht gefunden. Ich glaube, hier geht es auch einfach nur wieder zurück, oder? Würde ich jetzt fast mal behaupten. Noch eine Mine, juhu. Wie viele Minen hier sind, ey. So, da ist noch eine, aber die kann ich jetzt getrost ignorieren. So, hier müsste es ja theoretisch zurückgehen, oder? Wenn ich jetzt mal die Map öffne. Zeigt sie mir nichts, doch. Zum östlichen Dünenmeer. Kann ich jetzt durch, oder? Anscheinend nicht. Das ist alles viel zu kompliziert. Das verstehen wir nicht. Boah, Alter, lass mich doch durch. Ihr geht mir manchmal so auf. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass man nicht springen kann, weil die gehen mir teilweise so auf den Sack, ne? Den würde ich gerne mal auf den Kopf springen und draufkacken. So, dann setzen wir unsere Reise also fort. Hier ist nichts. Ach, die Wüste Tatooines. Ja, ja. Welch erquickender... Oh, ein toter Twi'lek. Könnte das vielleicht... Ich hätte gedacht, das ist vielleicht... Ich habe keine Ahnung, wer jetzt wer ist, aber der Bruder von Mission. Aber anscheinend nicht. Vielleicht halten die den auch gefangen. Ich bin gespannt, ob die mich jetzt erkennen oder ob sie mich einfach passieren lassen. Naja, mal schauen. Ansonsten müsste ich mich halt durchschnetzeln, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Boah, scheiße mal auf die Minen, die sind 35.000 Meter weit weg. Oh, da ist so ein Bike. Ich glaube, die greifen mich echt nicht an. Geil. Hier ist eine Leiche. Guck mal, ihr habt ja was vergessen, ihr Lutscher. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie die reden. Lebenserhaltungskit. Ah, ja. Was geht denn? So, vorbei an dem ganzen Tralladadei. Und dann würde ich sagen, werden wir uns einfach mal in die Hochburg des Feindes begeben.
Nochmal Teile, geiler Scheiß. Wie viele Teile habe ich denn jetzt? Wahrscheinlich nicht genug, aber das macht nichts. Guck mal, die Splittergranate. Ne, das hier sieht aus wie ein Todesstern. Teile. Ich weiß gar nicht, ob mir die Teile hier angezeigt werden. 5! Na, Mensch. Fehlen mir gar nicht mehr so viele, ist das nicht toll. So, die Enklave der Sandleute. Hinein. Da bin ich. Oh. Ach, das ist Mission. Ich dachte gerade, was macht denn der hier? Okay. Okay. Okay, dann muss ich wohl HK-47 doch mitnehmen. Tja. Kann ich das nicht hier machen? Warte mal kurz. Charakterblatt. Fähigkeiten, Nachrichten, Aufträge, Karte, Option, Scheiße. Tarnung, Solo-Modus. Ach, leck's mir doch am Arsch hier. Jetzt muss ich tatsächlich zurück zum Schiff, oder was? Na, jetzt muss ich zum Schiff und dann wieder hier rauslatschen. Geiler Scheiß, ey. So. Ach, hier haben wir das gar nicht mehr an. Toll, warum haben wir den Scheiß denn an? Naja. Ich muss sowieso mal gucken, weil Bastila hat nämlich nur ihre Standardkleidung. Es wäre mal nicht schlecht, glaube ich. Das kriegt sie natürlich nicht, weil das habe ich. Okay, sie kriegt gar nichts. Alles klar. Tut mir leid, Bastila, ich habe nichts für dich. Ich muss nackig rumlaufen. So, ich muss HK-47 mitnehmen, aber anstelle von... Von wem? Anstelle von wem? Und wo ist HK-47 überhaupt? Wo chillt denn der? Hier? Nein. HK-47. Irgendwo. Wird... Achso, brauche ich gar nicht hin. Bullshit. Blödsinn, ey. Toll, jetzt habe ich mich verlaufen. Nein, habe ich gar nicht. Geflunkert. Das wird wohl die Kiste sein mit den ganzen... Ja, ich will die aber nicht töten, ey. Kann ja auch nichts dafür. So, wir nehmen mit ihn. Und wir nehmen mit sie. Weil Bastila ist halt Bastila, die kommt immer mit. Das Problem ist, wenn ich Griff finde, dann ist Mission nicht da. Das ist alles total verfahren, ne? Och Mann, ey, jetzt muss ich den ganzen Kackweg da wieder hinlaufen. Ich finde halt blöd, dass es hier so dieses Schnellreisesystem in keinster Weise gibt. Ich bin auch total scheiße. Darf ich das mal... Was steht denn hier? Gruppenauswahl. Ich wusste doch, man kann das auch so machen, wenn man nicht im Kampf ist. Ey, ich bin so blöd. Weißt du, was ich mache? Ah, ich lade. Keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu latschen. So, wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir machen jetzt die Gruppenauswahl und Mission geht mal eben weg. Dafür nehme ich ihn mit. Und... Juhu! Kann... Ach genau, ich kann mal gucken, was ich für ihn so habe. Kann er was anziehen? Leichte Panzerung Typ 2. Sollst du haben. Zielerfassung sollst du haben. Das kann ich dir leider nicht geben, weil das passt irgendwie nicht. Dann haben wir hier ein Schilddisruptor. Nimm mit. Den kann er nicht tragen, aber das, beziehungsweise Energieschild, Umgebungsschild, was ist was? Machen einfach das hier, passt schon. 1 bis 6, der, guck mal, der macht aber viel mehr Schaden, ne? Ja, das kann man machen. So, außerdem können wir den auch gleich mal hochleveln. Das ist nämlich auch direkt mal Level 14. Und dann wollen wir mal. Dann laufen wir da jetzt mal eben rein. Und jetzt haben wir auch einen Dolmetscher dabei. Ich hoffe zumindest, dass der tatsächlich die Sprache der Sandleute beherrscht. Sonst habe ich ein Problem. Aber ich denke, das wird schon. Ja, schöne Miene. Die wird mich hier gleich anspringen und zerfetzen. Mit ihren messerscharfen Klauen. So. Komischerweise, für die klappt das auch, wenn ich mich daneben stelle. Bei dem, der ist nämlich besonders intelligent, da klappt das nicht. Der kann durch diese Maskerade durchgucken. Der hat nämlich Röntgenaugen. Wasser Typ, ey.
So, jetzt aber. Rein da. Hä? Hä? Warum greifen die mich jetzt an? Verstehe ich nicht. Ich gehe da... Moment, ich gehe da nochmal so mit Mischen und so hin. Ich will mal ganz kurz wissen, was das jetzt für ein Quark soll. Ich werde kurz vorher nochmal speichern. Ich würde nämlich ganz gerne mal wissen, ob der das nur macht, weil jetzt der Roboter dabei war oder nicht. Weil gerade hat er auch nicht geschossen, hat er nur gesagt, ach, das funktioniert hier nicht. Im Nahkampf ist das total nutzlos. Aber jetzt, wo ich komischerweise... Oder weil er bewaffnet war? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Dann gebe ich ihm halt keine Waffe. So, speichern. Und jetzt gehen wir mal da rein, mal gucken, was passiert. Warum greifen die denn jetzt an? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ganz und gar nicht, total nicht so. Tja, gut, dann... Attacken wir halt. Okay, der ist schon tot. Nimm das hier. Nimm das. Okay, der ist auch schon tot. Ich musste gar nicht kämpfen. Ist ja toll. Ja, so viel zu dem Thema. Lasst uns über die ganze Sache reden. Wenn sie nicht wollen, ey, dann kann ich auch nichts dafür, oder? So, auch down. Schnell weg hier! Oh. Ja gut, schnell weg am Arsch. Da sind nämlich noch mehr von denen. Hier, Granate. Viel zu weit geworfen. Trifft die eh nicht mehr. Und da ist mein Fenster gerade zugegangen. Ihr kriegt mich nie. Weil er stirbt. Hier, nimm das. So. Theoretisch kann ich den Scheiß jetzt aber auch ausziehen. Oder? Ich meine, der bringt mir anscheinend sowieso nichts. Ich hätte geredet, aber die wollten nicht. So, auch noch ein paar Splittergranaten hier. Das war's für euch. Verstehe ich trotzdem nicht irgendwie. Ganz komisch. So, achso, das ist nur dieser äußere Ring, oder was? Sozusagen. Ja, wir nehmen noch die ganzen Stäbe mit. Ich denke mal, die brauchen sie nicht mehr. Mal eben speichern. Gehen wir nochmal ein bisschen im Kreis. Da steht noch einer von denen rum, von den Halunken. Ach, sogar noch mehr als einer. So, schnell attackieren. Okay, das hat nichts gebracht. Die halten so wenig aus, da reichen ein, zwei Schläge mit dem Laserschwert von meinem Widerstand. Ist ganz schön laut, das Spiel, finde ich. Irgendwie. So, ich dürfte jetzt einmal drumrum fast sein, ne? So, warte mal, zack, zack. Und zack, ja, da ist auch die Balkontür zu. Oh, es scheint, als ob es gleich regnen würde. Erschütterung bald. So. Zack, da haben wir noch so einen Graffiti-Stab und dann gehen wir ein bisschen weiter rum. Wir speichern natürlich auch ab und zu mal. Das darf ja nicht fehlen. Da ist noch einer. So, warte mal. Ihn erstmal außer Gefecht setzen. Ihn angreifen. Hat irgendwie gar nicht funktioniert. Macht aber auch. So. Passt. So, ich vermute, jetzt haben wir es geschafft, oder? Jetzt müssen wir einmal drumrum sein. Keine Ahnung. Naja, wir haben uns mehr oder weniger erfolgreich auf jeden Fall ins Lager der Sandleute infiltriert. Wie gesagt, mehr oder weniger erfolgreich. Und, tja, ach, guck mal, hier ist wieder der Eingang. Und da sind wir gekommen. Und wir werden einfach mal ein bisschen mehr ins Innere vordringen. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Haut rein.